Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die milliardenschweren Hilfen Deutschlands für Griechenland und andere angeschlagene Euro-Länder könnten möglicherweise gegen das Grundgesetz verstoßen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über Klagen, die der CSU-Politiker Gauweiler und eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern eingereicht haben. Sie befürchten unter anderem, dass Entscheidungsbefugnisse des Bundestags ausgehöhlt werden. Finanzminister Schäuble argumentiert, die Rettungsmaßnahmen seien zwingend notwendig gewesen. Die Entscheidung wird für den Herbst erwartet. Freundlich begrüßten sich die Kläger und der Bundesfinanzminister, doch in der Sache liegen sie weit auseinander. Wir sind gekommen, um Europa, Deutschland und unsere Bürger vor einem der schwersten Unheile zu bewahren, nämlich dem Verlust von Wohlstand und Demokratie. Denn das ist mit der Euro-Union leider verschwistert. Gegenstand der Klage, die deutsche Beteiligung an zwei Rettungspaketen im Mai 2010. Bei der ersten Griechenlandhilfe bürgt Deutschland für Kreditzusagen von bis zu 22,4 Milliarden Euro. Beim Euro-Rettungsschirm, den kriselnde Staaten in Anspruch nehmen können, für 147,6 Milliarden Euro. Die Rechtfertigung? Wenn wir den Euro nicht hätten, wären die wirtschaftlichen Nachteile für Deutschland viel größer als alles, was wir hier diskutieren. Und deswegen nehmen wir unsere Verantwortung sorgfältig wahr. Erstes Argument der Kläger, die Euro-Rettung verstoße gegen Europarecht. Dort ist geregelt, dass ein Staat nicht für die Schulden eines anderen einstehen müsse. Zweites Argument, der Bundestag verliere bei solch hohen Garantien sein zentrales Recht, eigenständig über den Bundeshaushalt zu entscheiden. Ein Haushalt, der fast bis zur Gänze an Dritte verpfändet wird, höhlt die demokratischen Rechte des Wählers aus. Die Richter fragten heute nach rechtlichen Kriterien. Muss der Bundestag bei jeder Auszahlung von Hilfen stärker beteiligt werden? Muss es vielleicht Obergrenzen geben? Aus rein wirtschaftlichen Fragen zur Eurokrise aber wollen sie sich heraushalten, betonten sie. Dass die Richter eine deutsche Beteiligung an den Rettungspaketen komplett untersagen, halten viele Beobachter eher für unwahrscheinlich. Möglich ist aber, dass Karlsruhe eine stärkere Beteiligung des Bundestages für künftige Rettungsmaßnahmen einfordert. Da der Rettungsschirm inzwischen zu einer Dauereinrichtung geworden ist, wären dies wichtige Vorgaben für kommende Entscheidungen in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat im Zusammenhang mit den Griechenlandhilfen die Macht der Ratingagenturen in Frage gestellt. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte angekündigt, die geplante freiwillige Beteiligung von Banken und Versicherungen an dem neuen Hilfspaket negativ zu beurteilen. Das würde die finanziellen Schwierigkeiten Griechenlands weiter verschärfen. Merkel erklärte nun, EU-Kommission, Europäische Zentralbank und IWF sollten sich die eigene Urteilsfähigkeit nicht nehmen lassen. Ratingagenturen bewerten im Interesse von Anlegern und Investoren die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Staaten. 15 Jahre nach dem Beitritt zum Schengen-Abkommen kontrolliert Dänemark wieder seine Grenzen. Trotz der geltenden Reisefreiheit und deutlicher Kritik aus der EU begann der dänische Zoll heute damit, unter anderem aus Deutschland kommende Autos zu überprüfen. Die dänische Regierung hatte das auf Druck der Rechtspopulisten beschlossen und mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung und Drogenhandel begründet. Ein deutliches Handzeichen, das Fahrzeug muss zur Kontrolle. Ein im Europa der Reisefreiheit inzwischen sehr unüblicher Vorgang. Es ist der erste Tag, an dem Dänemark wieder an seinen Landesgrenzen Autos überprüft. Ein großes Medienereignis. Jeder Handgriff der Zöllner wird beobachtet. Sie suchen nach Waffen, Geld oder Drogen. Die Betroffenen reagieren meist gelassen, aber doch sichtlich irritiert. Jetzt war ich noch in England letzte Woche, auch da war es problemloser. Ja, und hier wird man dann, ja. Mir fehlt nur das Gewehr im Anschlag ungefähr. Es fühlt sich an wie vor 20 Jahren. Das ist ziemlich seltsam. Die dänischen Verantwortlichen versuchen zu beschwichtigen. Sie wollen regelmäßig Stichproben machen, aber nicht permanent an der Grenze präsent sein, wie es die populistische Volkspartei gefordert hatte. Doch in der Sache verteidigt der Steuerminister die von so vielen in Europa kritisierte Entscheidung. Meiner europapolitischen Vision entspricht, dass legale Waren und Bürger die Grenzen frei passieren können. Dass aber auch Kriminalität grenzüberschreitende Freiheit genießen sollte, das zählt für mich nicht dazu. Nach 3 Stunden machen die Zöllner die Autobahn von Deutschland nach Dänemark wieder frei.
war das, was sich hier heute an der Grenze vor der Öffentlichkeit abgespielt hat, nun ein Verstoß gegen die Reisefreiheit, gegen das Schengener Abkommen? Die Europäische Kommission sagt erst einmal nein, will aber jeden weiteren Schritt der dänischen Regierung genau überprüfen. Ein Verfahren, dem Dänemark zugestimmt hat. Deutsche Rüstungsfirmen werden Leopard-Panzer an Saudi-Arabien liefern. Koalitionskreise haben gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio entsprechende Berichte bestätigt. Das geplante Geschäft sorgte auch heute in Berlin für Diskussionen bis hinein in die Koalitionsparteien. Der frühere Verteidigungsminister Jung von der CDU mahnte, Menschenrechtsgesichtspunkte dürften nicht vernachlässigt werden. Ähnliche Kritik kam auch aus den Reihen der FDP. Darf man oder darf man nicht? Der genehmigte Verkauf von 200 Leo 2 Kampfpanzern an das autoritär geführte Saudi-Arabien bringt auch Parlamentarier der Regierungsfraktionen auf. Es ist ein Krisengebiet. Die Saudis sind gerade in Bahrain einmarschiert. Wenn Sie die Bilder vor Augen haben mit Panzern, und es wäre schwer vorstellbar, dass deutsche Panzer eines Tages auf diesem Weg fahren. Ich wäre sehr viel zurückhaltender. Die Kanzlerin hatte mit mehreren ihrer Minister im Bundessicherheitsrat die Waffenlieferung genehmigt. Heute schweigt sie dazu. Andere rechtfertigen die Entscheidung. Grundsätzlich sage ich, dass Saudi-Arabien unser Partner ist und wir strategische Interessen haben, die wir natürlich auch realpolitisch verfolgen. FDP-Fraktionschef Brüderle jedenfalls vertraut darauf, dass bei dem geheimen Panzerdeal auch die Interessen Israels beachtet worden sind. Vertrauen jedoch genügt nicht allen. Ich halte es für nicht vertretbar, dass 93 Abgeordnete der FDP-Fraktion jetzt in ein Stück Sommerpause gehen, ohne informiert zu sein, um was es hier geht. Die Opposition findet die Entscheidung selbst schlicht falsch. Ich glaube, dass die Bundesregierung und insbesondere auch die Bundeskanzlerin, die ja Vorsitzende dieses Gremiums ist, den Kompass verloren hat. Sie überschaut überhaupt nicht mehr bestimmte Entscheidungen und das ist ein schwerer außenpolitischer Schaden für Deutschland. Der Bundessicherheitsrat tagt immer geheim. Das ist nicht neu. Die Parlamentarier werden nicht eingebunden. Aber mit einem so großen Rüstungsdeal in ein autoritär geführtes Land haben eben auch die Abgeordneten der Koalition ein Problem. Ein Gericht in Den Haag hat Niederlande für den Tod dreier Muslime während des Massakers von Srebrenica verantwortlich gemacht. Die Männer waren 1995 von den Truppen des damaligen bosnisch-serbischen Befehlshaber Mladic getötet worden. Niederländische UN-Soldaten hätten die Muslime zuvor abgewiesen, als sie um Schutz baten und sie damit der tödlichen Gefahr ausgesetzt, so die Richter. Das Urteil sieht auch Entschädigungszahlungen für die Hinterbliebenen vor. Bei dem Massaker waren mindestens 8000 Menschen getötet worden. Die Ursache der EHEC-Epidemie mit fast 50 Toten steht offenbar fest. Ägyptische Boxhornkleesamen. Das teilten das Robert-Koch-Institut, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und das Bundesinstitut für Risikobewertung heute mit. Demnach gehen sämtliche Infektionen auf einen Betrieb im niedersächsischen Bienenbüttel zurück, der die Samen bezogen hatte. Dem Unternehmen ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber kein Vorwurf zu machen. Sie stellte ihre Ermittlungen ein. Die EU verhängte ein Importverbot für alle Samen und Bohnen aus Ägypten. Im Millionenbetrugsfall beim Kinderkanal von ARD und ZDF ist ein Urteil gesprochen worden. Der ehemalige Herstellungsleiter beim Kika, Marco K., soll für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Erfurt verurteilte ihn wegen Untreue und Bestechung. Über Jahre hatte er mit Scheinrechnungen Geld abgezweigt. Als Grund gab er vor Gericht seine Spielsucht an. Die Richter rügten, die Kontrollmechanismen beim Kika seien unzureichend gewesen. 5 Jahre und 3 Monate Haft für Marco K. wegen Untreue und Bestechlichkeit, so das Urteil des Landgerichts Erfurt. Damit blieb das Gericht nur wenig unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Marco K. hatte bereits am ersten Verhandlungstag gestanden, den Kinderkanal um rund 8,2 Millionen Euro betrogen zu haben. Der ehemalige Herstellungsleiter hatte unter anderem einer Berliner Produktionsfirma Geld überweisen lassen, ohne Gegenleistung. Die Hälfte davon kassierte er selbst. Das Gericht folgte der Verteidigung, dass es Marco K. zu leicht gemacht wurde, Millionen zu veruntreuen. Das Gericht hat sowohl gesehen, dass die Strukturen im Kinderkanal mehr als fragwürdig sind. Und das Gericht hat auch gesehen, dass der Betreiber des Casinos Erfurt sich fragen lassen muss, was er eigentlich tut, um den Glücksspielstaatsvertrag einzuhalten. Denn Marco K. war spielsüchtig und hätte deshalb keinen Zutritt mehr zu dem Erfurter Casino bekommen dürfen. Doch das Gericht wies auch deutlich auf die Verantwortung des Kinderkanals hin. Denn die fingierten Rechnungen, die Marco K. veranlasste, wurden kaum geprüft. Der MDR hat inzwischen Konsequenzen gezogen.
Wir haben die Verantwortung auf breitere Schultern gelegt und dafür gesorgt, eigentlich unmittelbar, dass ein solcher Betrugsfall in genau der Form, wie er jetzt vorlag, überhaupt gar nicht mehr passieren kann. Mit dem Urteil heute ist die Aufarbeitung des Betrugsfalles beim KiKa noch nicht zu Ende. Es laufen weitere Ermittlungen gegen Marco K., 4 MDR-Mitarbeiter und 7 Beteiligte bei TV-Firmen. Bei der Fußball-WM der Frauen steht das deutsche Team vor seinem letzten Vorrundenspiel. Die Elf von Bundestrainerin Neid tritt in Mönchengladbach gegen Frankreich an. Es geht um den Gruppensieg. Für das Viertelfinale haben sich die Deutschen schon qualifiziert. Die Mannschaftsaufstellung war mit Spannung erwartet worden. Auch die Fans gespannt und voller Vorfreude bei der Ankunft der deutschen Mannschaft am Stadion in Mönchengladbach vor einer Stunde. Mit dabei die zuletzt formschwach und stark kritisierte Birgit Prinz. Die Spielführerin wird heute nicht in der Startelf stehen. Es sprach dafür, dass sie eben im Moment nicht in Topform ist. Das sieht sie genauso. Und wir wollten heute hier gewinnen. Das heißt, wir müssen mit den stärksten Spielerinnen beginnen. Und deswegen hat Birgit das auch so akzeptiert. Birgit Prinz nicht die einzige Stammspielerin, die heute auf die Bank muss. Bundestrainerin Silvia Neid hat sich für 3 weitere Wechsel entschieden, lässt zum Beispiel Fatmire Bayramay zum ersten Mal bei diesem Turnier von Beginn an spielen. Gegen Frankreich geht es um den ersten Gruppenplatz. Deutschland braucht einen Sieg. Beide Teams sind bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Ich glaube schon, dass die Mannschaften das ernst nehmen werden, weil es um die Vorherrschaft in der Gruppe geht. Und nach 2 nicht so guten Spielen der deutschen Mannschaft ist es schon wichtig, jetzt mal ins Turnier zu kommen. Und die Fans freuen sich auf ein echtes Spitzenspiel bei dieser WM. In Augsburg trafen in der Gruppe B die Teams von England und Japan aufeinander. Die Engländerinnen besiegten die japanische Mannschaft mit 2:0. Damit ist England Gruppensieger und steht im Viertelfinale. Für England gab es nur ein Ziel, das Erreichen des Viertelfinals. Gegen die bereits qualifizierten Japanerinnen brauchten die Three Lions dazu mindestens ein Unentschieden. Und die Engländerinnen untermauern ihre Ansprüche. White lupft, Kariori fliegt ins Leere. Die Führung für den Weltranglisten-10. 15. Minute. Ellen White erzielt das erste Stürmertor für England bei dieser WM. Und die Mannschaft von Hope Powell will mehr. Wieder White. Japans Torhüterin diesmal besser positioniert als beim Gegentreffer. Die zweite Halbzeit England konsequenter bei der Chancenverwertung. Yankee 66. Minute, das 2:0. Die Entscheidung war gefallen. England steht als Gruppenerster im Viertelfinale und Japan zieht auf Platz 2 nach. Im zweiten Spiel der Gruppe B trennten sich Neuseeland und Mexiko in Sinsheim mit 2:2 unentschieden. Damit sind beide Teams ausgeschieden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. Juli. Der Ausläufer eines Tiefs, das nach Island zieht, erreicht uns morgen von Westen. Er bringt Schauer und Gewitter. Daneben gibt es aber auch freundliche Abschnitte und es ist warm. Sobald letzte Schauer im Südosten abgeklungen sind, ist es in der Nacht trocken. Am Tag ist es zunächst vielerorts freundlich. Vom Westen bis in die Mitte gibt es am Vormittag hier und da Schauer und Gewitter. Ganz im Osten bleibt es freundlich. In den Gebieten dazwischen breiten sich am Nachmittag teilweise heftige Gewitterschauer aus. Der Wind wird schwach bis mäßig. Bei Schauern und Gewittern kann es stürmische Böen geben. Heute Nacht Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Am Tag 21 Grad ganz im Westen und 28 Grad in der Lausitz und in Teilen Bayerns. Am Donnerstag ist es teils freundlich, teils wolkig. Im Süden und Südosten muss im Laufe des Tages mit einigen teilweise heftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Auch am Freitag mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer. Ähnlich verläuft der Samstag. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin unheimliche Macht, die Ratingagenturen torpedieren neue Griechenlandhilfe. Außerdem mythische Inka, das Rätsel Machu Picchu 100 Jahre nach der Entdeckung.